Freundschaft, Genosse Dancer. Hast du heute mal wieder deine alten Platten ausgegraben? Aber sowas von. Schließlich war gerade der 1. Mai und außerdem geht es heute um das Arbeiterreiten. Da passt es ja. Da liegst du mal wieder ein wenig daneben. Es geht heute um Working Equitation und da würde zum Beispiel spanische oder portugiesische Musik besser passen. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Verstanden, Dancer, es geht nicht um Arbeiterreiten, sondern um das traditionelle Arbeitsreiten der spanischen Hirten, genannt Doma Vaquera, von dem auch alle Western-Arbeitsreitstile abgeleitet sind. Um uns die boomende Disziplin Working Equitation näher zu bringen, haben wir niemanden geringeren als Stefan Schneider zu Gast, ein leidenschaftlicher Working Equitation Turnierreiter, Tierarzt und Pferdeausbildner. Doch zuvor noch kurz etwas in eigener Sache. Auf Trab holt vom 27. bis 29. Oktober den bekannten deutschen Trainer der klassischen Reitkunst, Horst Becker, nach Österreich. Das Training in klassischer Reitkunst findet in passendem Ambiente statt, nämlich in der Reithalle von Maria Theresia im Festschloss Schlosshof, ungefähr 40 Kilometer von Wien. Teilnehmen können übrigens alle Pferderassen und Reitweisen. Und egal auf welchem Ausbildungsstand du gerade bist, Horst holt dich dort ab. Interessenten für die Teilnahme mit oder ohne Pferd können sich bei mir melden. Und zwar per E-Mail julia@auftrab.eu. So, aber jetzt, Dancer, zurück zur Arbeitsreitweise und zu einer echten Working Equitation Koryphäe. Lieber Stefan Schneider, ich sag herzlichen Dank, dass Sie auf Trab sind. Wir haben uns ja vor einem Jahr mal unterhalten mit Ihrer Frau Uta Gref und auch mit Mike Geithner über feine Hilfen. Und da ist irgendwie schon Ihre Leidenschaft für Working Equitation durchgeklungen, weil die auf Trab Community hat mich nämlich gebeten, dass ich nicht vielleicht mal eine Episode mit Ihnen zu diesem Thema machen könnte. Und deswegen freue ich mich jetzt besonders, dass es zustande kommt. Und vielleicht könnten wir damit anfangen, wie Sie eigentlich zur Vaquera-Reitweise gekommen sind, weil eigentlich haben ja Ihre reiterliche Erfolge auf dem Springparcours gestartet. Ich bin geboren in Tholey im Saarland. Mein Großvater hatte schon einen Bierverlag. Die sind mit Kalbblüder gefahren. Und dann im Zeichen der Technisierung, als es umgestellt wurde auf LKWs, wurden die Pferde natürlich nicht direkt abgeschafft. Die wurden immer edler. Und irgendwann hatten wir edle Warmblüter da stehen. Und mit denen wurde Springen geritten. Meine Brüder sind Springen geritten, mein Vater ist Springen geritten. Und so bin ich dann quasi so reingeboren und durfte dann so kleine Springen reiten. Mhm. Das hat auch Spaß gemacht, wenn man die richtigen Pferde hatte. Aber ich habe immer schon so ein bisschen mal zur Western-Reitweise drüber gelinst. Und dann habe immer schon geschaut, was die Zirkusleute so machen. Also ich war interessiert so an den Exoten, so ich gesagt. Und dann war ich einmal und habe bei Jean-Claude Disley geguckt, was macht der so und, ne? Und jedenfalls habe ich dann, irgendwann war ich auf der Equitana, dann habe ich so einen spanischen Vaquero gesehen, da war ich dann hin und weg. Mit der einhändigen Reiterei, so ein edles Pferd und so ein hochbeiniges, blütiges Pferd mit richtig viel in der Kiste und der hat ihn so ganz leicht gesteuert und das war so mein Ding. Und generell will ich funktionell reiten, also das soll gut aussehen. Ne? Also ich will ein Pferd, was schön leicht ins Gelände geht, wo aber gut aussieht dabei, wo ich Wechsel reiten kann, Traversalen reiten kann im Gelände. Und deswegen bin ich da absolut Fan von so funktioneller Reitweise, dass die auch richtig schön zu reiten sind und dass ich mit jedem Pferd schön ins Gelände reiten kann, dass ich da mal absteigen kann, mal anbinden kann und so solche Sachen. Mhm. Und Sie haben ja damals, glaube ich, schon 90er Jahre damit begonnen, oder? Warum glauben Sie eigentlich, dass das jetzt so eine Faszination gerade im deutschsprachigen Raum ausübt? Also Sie werden es nicht glauben, aber ich habe das immer schon so ein bisschen im Kopf gehabt. Also ich bin dann über die Westernreiterei zur Working Equitation gestoßen und bin quasi schon ganz früh mit spanischen Pferden Western Trail geritten. Ja, aber das ist das, was die Richter gar nicht sehen wollen. Ne? Zum Beispiel, dass ein Pferd so mit hohem Haupt, sage ich jetzt mal, oder in hoher Aufrichtung mit Genick hoch, Nase vor, über eine Brücke stolziert.
Die haben richtig schön die Beine gehoben, so. Das wollten die gar nicht sehen. Die wollen die Corner sehen mit dem tiefen Hals, ganz tief da drüber schleichen, ne? Möglichst wenig Aufwand. Mit geradem Vorderbein, das ist das, was mir nie gefallen hat. Mhm. Ich habe mich da nicht abbringen lassen. Bin also ganz früh mit spanischen Pferden, Western-Trail geritten, war immer hinten. Aber ich hatte halt Spaß an der Arbeit und Spaß an den Pferden. Mhm. Und dann war ich irgendwann auf der Sea Cup gewesen. Das ist eine große spanische Messe in Sevilla. Und da habe ich so einen Vaquero gesehen, der so einen Trailparcours auf Zeit geritten ist. Ne? Tür auf, zu, um die Fässer rum, so wie wir das heute machen. Mhm. Und dann habe ich immer philosophiert. Ich war mit Uta in Aachen auf dem Turnier als TT-Betreuer. Da war der Stefan Baumgartner. Der ist ja jetzt auch ganz aktiv in der Working Equitation. Genau, ja. Da haben wir uns immer getroffen zum Kaffee und da haben wir gesagt, Mann, habe ich zu ihm gesagt, ich habe da einen reiten sehen in Sevilla, das war geil. Da müssen wir hin. Da müssen wir irgendwie schauen, wie wir da hinkommen. Und dann hat Stefan Baumgartner angefangen, so kleine Vaquero-Turniere zu organisieren da in Bayern. Da kam ich aber nie hin, weil das ellenweit war. Mhm. Und dann haben wir das allererste Working-Turnier war in Pullman City. Das ist so eine Westernstadt, da bei Passau. Ne? Ja, lustig. Haben wir gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Ne? Und jedenfalls war da auch Vaquero-Turnier. Also haben wir angefangen, so wie wir dachten, wir wussten noch nicht, wo die Reise so hingeht. Mhm. War angefangen mit Vaquero-Prüfungen auch, ne? Nur haben die ellenlang gedauert. Und da kann jeder sich so eine Aufgabe zusammen, da müssen alle Elemente drin sein. Sag ich jetzt mal Schritttheorie, dann Traversale, Hinterhandwendung, Vorhandwendung. Ganz viele Lektionen und die kann man aber, die sind vorgeschrieben, aber nicht in die Reihenfolge ist nicht vorgeschrieben, ne? Dann sind wir da, das werde ich nie vergessen, da hat jeder da eine halbe Stunde performt da drin, ne? Dann sind wir dann nachts um drei, saß man noch auf der Pferde, ne? Da haben wir gleich gesehen, oh, das ist vielleicht für die Zuschauer ein bisschen langweilig, ne? In Spanien ist ja eine ganz kleine, erlesene Gruppe, die Doma Vaquera reitet, ne? Können Sie ja mal eingeben in YouTube, Doma Vaquera, das ist schon eine sehr beeindruckende Reiterei. Aber das ist ohne Trail und so weiter. Ne? Mhm. Jedenfalls haben wir dann das da mit der Workzimmer dann über die Idee da mit diesem Speed Trail, wo ich da gesehen habe, oder dieser Impuls war das, haben wir dann recherchiert und dann sind wir auf Working Equitation gestoßen. Da treffen sich halt alle Arbeitsreiter, Tamarkreiter, die Portugiesen, die spanischen Vaqueros, die Italiener, treffen sich dann und messen sich gegeneinander. Das ist natürlich, das waren zum Beispiel die Weltmeisterschaften in München. Das ist halt für die Zuschauer sehr interessant, ne? Wenn die Kamakis da kommen mit ihrer Tracht und bringen ihre Musik mit, die bringen ihren Schlachtbummler mit. Und da ist halt Stimmung, das ist einfach schön. Ne? Und das fand ich halt ganz, ganz toll und dann haben wir das mehr oder weniger. Also ich bin da mehr im Hintergrund, der Stefan ist da an der Front gewesen, aber so die Idee haben wir so beide zusammen entwickelt. Also würden Sie das ein bisschen vergleichen, weil Sie sagen, da ist immer Stimmung, dass das mit dem Snowboarden im Alpinsport, dass das auch ein Grund ist, weil das so lässig ist, dass das so populär geworden ist? Also ich kenne das nicht mit dem Alpinsport. Also mit dem Snowboarden, das ist nicht so, das macht mein Sohn, macht das, aber ich habe mich da eigentlich nicht drum gekümmert. Aber dieses Spaß, ne? Ja. So anspruchsvolles Reiten mit einem hohen Spaßfaktor. Das ist halt das, was die Leute interessiert. Ne? Der Dressursport, den meine Frau betreibt, der wird ja immer weniger nachvollziehbar. Ne? Mhm. Das tut sich ja keiner mehr an. Also man muss ja ganz viel Ahnung haben, dass man sieht, was kritisieren die Richter da an dem Pferd. Ja, ne? Ja. Und es wird halt immer mehr Materialschlag. Also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Mhm. Also das ist eher so ein bisschen langweilig für einen Normalbürger. Ne? Der Zuschauer, der muss sehen, wie zum Beispiel Fußball spielen. Ist ganz populär. Der muss so ein bisschen Sinn dahinter sehen. Ne? Und wenn ich jetzt hinter der Kuh herreite und die läuft mir weg, das sieht jeder. Ne? Da kann ich halt viele Zuschauer mit einfangen. Da bin ich jetzt so ein Speed Trail, das ist halt sehr, sehr populär. Das Populärste ist der Speed Trail. Da ist halt Action, da fällt mal einer hin. Da trifft man mal den Ring nicht. Ne? Und so und mit einem geht der Ehrgeiz durch und dann schmeißt das Hindernis um. Das ist halt auch spannend für die Leute. Ne? Das geht schnell, ein Reiter nach dem anderen. Da ist Stimmung, das ist sagenhaft, was das für ein Publikumsmagnet ist. Mhm. Und das brauchen wir heutzutage. Ne? Weil Dressursport, das ist hoch anspruchsvoll, das ist reiterlich sehr anspruchsvoll. Aber für den Normalbürger, sage ich jetzt mal, oder für den Zuschauer, den ich ja einfangen will, den ich ja gewinnen will, für den Pferdesport vielleicht ein bisschen wenig nachvollziehbar und damit auch ein bisschen langweilig. Mhm. Das heißt, Sie sagen, Working Equitation ist eigentlich für den gesamten Pferdesport ein Segen. Absolute Bereicherung.
Ein zweiter Grund. Also wenn man heute Dressur reiten will, wir haben ja einen Ausbildungsstall für Dressurpferde. Ne? Mhm. Ich fahre, mein Job ist mit den Bereitern so, ich fange an mit den jungen Pferden, am liebsten ganz, ganz grün, und fange an mit denen mit Bodenarbeit, mit Langzügelarbeit, und dann reiten wir die an hier. Und dann, wenn die gehen, dann gehen wir da auf Turniere, Dressurpferde A-Prüfung. Ne? Aber wenn man da nicht schon ein Pferd hat mit ganz viel Qualität, also Schritt gut, Trab gut, Galopp gut, Grundqualität in den Gangarten, dann brauchen wir heute gar nicht mehr losfahren, ne? Weil das ist so, ich sage immer, so eine Materialschlacht ist. Hm. Und nur die Pferde mit viel Potenzial sind vorne, ne? Und die müssen dann auch noch gut geritten sein. Also das ist sau, sau schwierig. Mhm. Ne? So, wenn jetzt aber Lieschen Müller, die Schülerin, die hat jetzt einen top gerittenen Haflinger zu Hause. So, der geht richtig schön durchs Genick, der geht einhändig. Yeah. Der kann Working Equitation gewinnen. Und das ist, das finde ich gut. Ne? Mhm. Da haben die Leute auch eine Chance, ne? Dass es nicht nur alles mit Geld geht, sondern dass du auch, wenn du gut reiten kannst und hast ein Pferd, was gut mitmacht, kannst du da auch mitreiten. Ja. Also das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass viele Leute dem Dressursport, weil der Trend so ist, immer teurere Pferde, immer das Ganze ist alles viel zu teuer geworden, und dass die da auch eine Möglichkeit haben, ihre normalen Pferde so ein bisschen zu performen und auch mitzuhalten und auch platziert werden können. Das finde ich eine gute Idee und guter Trend. Da sind Sie gleich auf eine Frage von mir eingegangen. Kann man eigentlich mit jedem Pferd Working Equitation oder mit jeder Rasse betreiben? Na klar, in der Masterclass haben Sie Spanier und Portugiesen, aber praktisch für den Einstieg kann man eigentlich mit jeder Rasse, ob Welschkopf, Haflinger, Norweger, kann man mit jedem starten? Rein theoretisch ja. Man muss halt gucken, wie... Dass man nicht so hohe Ansprüche stellt, wenn ich jetzt so einen Noriger habe. Ne? Man darf halt so ein Pferd. Aber es gibt in jeder Rasse gibt's Pferde, die da auch sehr, sehr, sehr talentiert sind für. Ich finde, man darf sich jetzt nicht so festbeißen. Also wenn ich jetzt einen Noriger habe, und dann muss ich auch wissen, bei L ist Ende so zum Beispiel. Ne? Ja. Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Wenn ich jetzt einen Noriger habe, der einen Schuss Blut drin hat, der kann durch einen guten Geist, kann der auch weitergehen. Ne? Mhm. Aber man muss halt, ne, man muss jetzt sagen, der muss jetzt unbedingt S gehen, und dann tut man so, wird man so einem Pferd auch nicht gerecht. Mhm. Generell sollte das Pferd so ein bisschen sensibel sein, sollte einen guten Galopp haben, das ist ganz wichtig. Guten Galopp haben, guten Schritt haben, Wechselbereitschaft haben, ne, wenn ich an später denke. Wenn ich jetzt sage, ich will eh nur E und A reiten, dann geht das auch mit einem Noriger. Ne, das kommt halt ganz drauf an. Und Sie haben es gerade angesprochen, also der Galopp ist ganz wichtig und überhaupt auch die Tempowechsel. Wahrscheinlich, man beginnt sowieso erst, wenn man zumindest den einfachen Galoppwechsel beherrscht, dann mit dem Trail, oder? Das Training unterscheidet sich nicht von einem Training von einem guten Dressurpferd. Mhm. Ganz normale, klassische Reitweise. Ja. Ne? Alles schön aufeinander aufbauen. Bevor ich jetzt einen fliegenden Galoppwechsel reite, muss der einfache Wechsel im Schlaf gehen. Außengalopp, Handgalopp, Außengalopp, Handgalopp, immer wieder Übergänge, Galopp, Schritt, Übergänge. Und dann, wenn das sehr gut funktioniert, und dann frage ich das Pferd mal nach dem fliegenden Galoppwechsel. Mhm. Was wir auch machen schon mal bei den jungen Pferden, wenn ich jetzt sehe, der hat einen richtig guten Galopp und ist richtig gut ausbalanciert, wir fragen ihn einfach mal spielerisch durch die Bahn, durch die ganze Bahn wechseln und fragen ihn da mal, nach dem Wechsel oder springen mal, machen einen Sprung und nach dem Sprung Richtungswechsel und Wechsel. Mhm. Das kann man auch spielerisch, das kommt ganz aufs Pferd an. Aber generell ist es so, dass das ganz normale, klassische Dressurausbildung ist. Die Prüfung besteht ja, glaube ich, aus drei Bereichen, das Trailriding, dann die Rinderarbeit und die Dressur. Diese engere Handführung oder Einhandführung, ist die in allen drei Disziplinen oder gibt es auch irgendwas Westernmäßiges, was in der Working Equitation drinnen ist? Also Westernreiten ist wie Working Equitation eine Arbeitsreitweise. Mhm. Aber die Reitweise unterscheidet sich wesentlich, weil das Pferd, das Westernpferd geht am langen Zügel, geht am Slack, sagen die Amis. Ne? Ich bin früher auch Reining geritten und Working Cowhorse. Mhm. Alles am, je länger der Zügel durchhängt und das Pferd schön tief geht, umso mehr Punkte gibt es, je weniger der einwirken muss. Ne? Mhm. Die Ausbildung dahin ist auch mit Anlehnung erstmal, aber später kommt die Hand ganz weg. Bei einem Working-Pferd, der geht in höhere Aufrichtung. Das ist mehr klassische Reiterei. Also der mit Gefühl, der tritt ganz, ganz feine Verbindung hat man zum Maul. Mhm. Und das hat man im Westernreiten nicht. Aber von, wie gesagt, die Reitweise unterscheidet sich schon. Aber die Idee ist die gleiche, ne? Ich will ein gut funktionierendes Pferd, was mit wenig Hilfeneinwirkung geht. Einhändige Reitweise ist nur in der Klasse S. Also ich kann mein Pferd vorbereiten in A, in E, A, L, M. Ja. Auf die S. Ne? Mhm.
Also wenn die Reitweise immer feiner wird, und dann kann ich auch irgendwann einhändig reiten. Das ist das Tipp. Und ich sage immer, jedes gut klassische gerittene Pferd, also meine Frau reitet ja auch mit enger Zügelführung viel über den Sitz, so ein bisschen minimal vom äußeren Zügel weg. Jedes klassisch geritten, gut klassisch gerittene S-Pferd oder Grand Prix-Pferd müsste normalerweise auch einhändig gehen. Mhm. Und dann kann man sich in der Reiterei, machen wir ganz häufig hier, kann man seine Reitweise immer schön überprüfen. Ne? Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was schön in der Anlehnung geht, mit enger Zügelführung, sage ich dem Bereiter dann immer so, jetzt nimmst du mal die Zügel in eine Hand. Mhm. Und wenn das Pferd seriös und gut ausgebildet ist, funktioniert das. Dann ist das kein Hexenwerk. Mhm, okay. Aber generell einhändige Reiterei nur in der Klasse S. Okay. Und dann muss man alles, ne? Also eine Dressur reiten einhändig, ein Steel Trail auf Schönheit, ne? Wo alles schön, wo das Pferd schön am Tor stehen muss, muss geschlossen stehen, Genick, höchster Punkt, muss warten, dann schön langsam Tor aufmachen, Vorhandwendung, Hinterhandwendung. Mhm. Alle klassischen Dressurlektionen sind in so einem Trail drin. Das geht in der Klasse S einhändig und in den anderen Klassen kann man es mit zwei Händen reiten. Kann man also so ein Pferd so schön vorbereiten bzw. schön formen in Richtung Klasse S, peu à peu. Sie sind ja auch Tierarzt. Ich habe mir nur die Dressuraufgaben angeschaut. Also mir kommt vor, da sind wesentlich mehr Wendungen und Touren eingebaut. Wie sehen Sie Working Equitation aus den Augen des Tierarztes? Ja, absolut positiv. Das Ziel ist ja immer ein fein gerittenes, einhändig gerittenes Pferd für die Klasse S. Ja? Der ist dann auch richtig gut gymnastiziert. An dem zieht man nicht rum, an dem sticht man nicht rum, sondern den reitet man mit viel Gefühl und viel Körpersprache, sage ich jetzt mal, ne? Über den Sitz und so. Die Reiterei wird leichter. Und alles, was leicht geht und schön im Fluss ist, schadet dem Pferd nicht, ne? Das geht nicht auf die Gelenke. Wenn ich natürlich das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Reiter an, ne? Tausendmal stoppen und umdrehen. Ich kann jedes Pferd in jeder Disziplin ein bisschen überbeanspruchen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber grundsätzlich ist es gut für die Gymnastizierung. Ja, genauso wie gute klassische Dressurreiterei ist das natürlich gut für die Gymnastizierung, für die gesunde Haltung der Pferde. Mhm. Was mir immer am Herzen liegt oder was ich ganz viel mache, ich reite am liebsten ins Gelände mit meinen Pferden. Ne? Da geht man halt mal berghoch, bergrunter, hat verschiedene Böden. Mhm. Und das ist natürlich ganz entscheidend für die gesunde Haltung, auch für die Psyche der Pferde. Mhm. Also das liegt mir, und wenn ich jetzt so einen guten Worker habe, der einen gute Dressur geht, der einen schönen Steel Trail geht, den ich schnell reiten kann im Speed Trail, der an der Kuh funktioniert, dann habe ich immer ein Top-Pferd fürs Gelände. Ne? Am Wochenende setze ich mich hier auf mein einhändig gerittenes Pferd, reite mit dem raus, der Hund läuft nebenher. Das ist mein Urlaub. Ne? Da komme ich nach 2 Stunden heim und bin ein anderer Mensch. Ne? Dann habe ich ein paar Sprünge im Gelände, galoppiert durchs Wasser durch. Ich habe quasi einen riesigen Naturtrail hier um meinen Hof rum. Und das genieße ich halt. Und das ist eigentlich das, was mein Hauptspaßfaktor. Und wahrscheinlich ist es auch gut für die Rittigkeit, weil man ja doch häufig und schnell das Tempo wechselt, oder? Ja, in jedem Fall. Ne? Das ist ja, ich kriege das Pferd, das Ziel ist ja immer, das Pferd in eine gute Balance zu bekommen. Mhm. Ja, deswegen viele Übergänge, ne? So zulegen, richtig, manchmal reihe richtig Renngalopp und dann gucke ich, dass das Pferd über den Sitz schön zurückkommt. Das heißt, so eine Ziehharmonika-Wirkung für ISG und alles Mögliche und für den Rücken, ne? Dass das Pferd immer sich schön auseinander, schnell galoppiert, langsam galoppiert. Das hat natürlich einen unwahrscheinlichen gymnastischen Effekt. Und wie üben Sie das eigentlich? Ich habe das nur auf einem Video gesehen. Sie stellen auch Pylonen unterschiedlichen Abstandes hin und so tut man das üben? Oder? Ja, in jedem Fall. Also ich persönlich mache es halt ganz viel im Gelände. Ne? Ich werde durch Zuleg einfangen. Und die Pylonen, das ist immer in Richtung vom Turnier. Ne? Also die Abstände in der S-Dressur sind halt ziemlich eng. Ja. Da muss man erstmal so Pylonen aufstellen, dass man sieht, dass das auch einhändig funktioniert. Ah, okay. Aber die Grundarbeit mache ich persönlich im Gelände. Das ist auch wieder, einfach klassische, gute Dressurreiterei. Ne? Die müssen auch zulegen, einfangen, möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Handeinwirkung. Ja, und dann haben Sie auch angesprochen, gleich zu Beginn, dass eigentlich feine Hilfen und Working Equitation zusammenkommen. Also da denke ich mir halt zusammengehören. Das gehört einfach zusammen. Ja. Also wenn es gut aussehen soll, dann muss es fein gehen. Mhm. Und da hilft wahrscheinlich auch dieses, also wir nennen es Kranzelstechen mit der Garoccia und so, da muss man ja auch sehr korrekt auch reiten dabei.
Ja, in diesem Stildreh wird halt die Manier geschaut, ne? Dass ich da schön einen Galoppsprung wie den anderen schön hinreite, dass das Pferd schön auf den Schenkel reagiert, dass ich da dicht dran reiten kann und das alles schön einhändig, dann da muss ich einhändig reiten und dann noch den Ring treffen und wieder schön ums Bass rum wieder abstellen, ne? Das muss einfach, das Pferd muss leicht dirigierbar sein. Und das ist generell, ne, nicht nur beim Ring, bei allen Lektionen in diesem Stildrail, das muss leicht aussehen, das muss gut aussehen, klassisch korrekt sein. Und dann kann man wahrscheinlich auch noch Gelassenheitstraining das bezeichnen, wenn man mit der Garoccia herumreitet. Wie trainiert man denn das? Weil so eine, ich glaube, 2 Meter Stange, das ist ja auch was Neues fürs Pferd. In jedem Fall, also das ist Gelassenheitstraining in jedem Fall, da kommt alles zusammen, ne? Rittigkeit, klassische Dressurreiterei, mit Gelassenheit, alles, ne? Ich muss ja schauen, dass das Pferd, wenn ich an die Garoccia aufnehme oder wenn ich die Garoccia abstelle, ist ein gutes Beispiel und das macht einen Rums, dass der da nicht zusammenzuckt und zur Seite springt. Dann fängt man an damit, alles wie ich oder mit jungen Pferden generell anfange, erstmal vom Boden aus, ne? Stell das Pferd neben was fast, nehme die Garoccia in die Hand und trommel dann mal so ein bisschen, ne? Lass die mal fallen. Und irgendwann, am Anfang zuckt das Pferd, will nach vorne und irgendwann gewöhnt er sich dran. Einfach so diese klassische Desensibilisierung. Und dann nehme ich die Garoccia in die Hand und zeige dem Pferd das, ne? Mach auf und ab an der Seite am Körper vom Pferd, rechts wie links. So, und irgendwann setze ich mich drauf, reite an das Fass und lasse die Garoccia nochmal da reinplumpsen. Oder nehme sie auf, reite mal eine Runde im Schritt. Alles in aller Ruhe. Das ist klassisches Gelassenheitstraining quasi. Erst vom Boden und dann im Sattel. Und dann arbeiten Sie ja auch viel am langen Zügel. Ist das auch für Working Equitation oder ist das eben so die klassische Dressurarbeit? Das gehört zu mir zur klassischen Pferdeausbildung. Dass ich erst mache ich Führtraining und dann ist nichts anderes wie eine gute Vorbereitung für die Reiterei. Wir haben 5, 6 Lehrlinge immer. Ich sage, das sind alles von Haus aus mutige, meistens Mädels. Und mein Job ist, dass die mutig bleiben. Ne? Und da ist diese Langzügelarbeit ist bei mir so ein bisschen aus der Not geboren. Habe ich gesagt, wie kann ich ein Pferd denn richtig vorbereiten, damit die Mädels drauf sitzen und schon mal Lenkung und Gas und Bremse dran ist. Und da eignet sich das hervorragend für. Ne? Also bevor die Mädels draufgehen, also erst arbeiten wir die Pferde an der Hand für Training. Dann kommt Doppellonge, Langzügelarbeit im Zirkel. Und dann laufe ich mit denen schon ins Gelände, ne? Dann sehe ich schon mal, gehen die vom Hof weg, wie reagieren die Pferde, ohne dass ich da einer Knochen brechen muss auf dem Pferd. Ist quasi schon, bevor der Reiter drauf ist, ist wie gesagt Lenkung und Gas schon dran. Das mache ich 2, 3 Mal, laufe mit denen ins Gelände, dann gehen die schon seitwärts von einem Wegrand zum anderen, alles vom langen Zügel aus, gehen über Wasser, die sehen, wie die drauf sind, ne? Und dann setze ich das Mädel drauf, dann habe ich ein E-Bike und dann fahre ich einmal hinterher. Dann weiß das Pferd, aha, Chef ist da, läuft. Da kann ich auch eingreifen. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, dass wir nach 6 Wochen schon mit den grünen Dressurpferden oder Working-Pferden schon ins Gelände können. Das heißt, also das ist auch ein Sicherheitsaspekt, einfach die Arbeit am langen Zügel. Auf jeden Fall. Es ist ein Unterschied, ob Sie jetzt ein Pferd führen, ne? Das Pferd fühlt sich dann, versteckt sich hinter Ihnen. Ja. Ne? Und so muss das Pferd mal vorweggehen, ne? Auch so ein bisschen Selbstbewusstsein und sagen, komm, wir können da hingehen. Und ich sage, der muss sich so ein bisschen sich aus dem Fenster lehnen für mich schon mal das erste Mal. Ne? Wenn wir jetzt vom Hof weggehen, da liegt irgendwas, sage ich, komm, wir gehen da vorbei. Da sehe ich schon, wie reagiert das Pferd, wie viel Hilfeneinwirkung brauche ich, den nach vorne zu schicken oder anzuhalten. Und dann sehe ich schon mal so, das Reiten ist kein Thema mehr. Wenn er mit mir 2, 3 Mal am langen Zügel schön vorweg schreitet, im ruhigen Schritt vom Hof weg, dann kann ich auch ein Mädel draufsetzen und sage, komm, jetzt kannst du ihn reiten. Also man lernt sich gegenseitig kennen. Ne? Er lernt meine Hilfengebung kennen, ich lerne ihn kennen, wie reagiert er. Und das Ganze wird dadurch viel, viel ungefährlicher, das ganze Projekt. Apropos ungefährlich, das komme ich wieder zum Anfang, wo Sie gesagt haben, das Schöne an Working Equitation ist, dass auch Lieschen Müller mit ihrem Haflinger da zumindest den Einstieg schaffen kann. Da hätte ich eben gern Tipps, wie man denn mit Working Equitation am besten beginnt. Stellt man sich da Tonnen auf, Pylonen auf? Ja, das ist ja eigentlich auch keinen großen Aufwand, ne? So ein paar Trägentonnen kann man finden, Pylonen hat jeder, das ist erstmal kein hoher Kostenfaktor. Das macht natürlich, sage ich auch immer, ne? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit so einem Pferd in der Halle auf dem Platz so eine Wolte reite oder ob da ein Fass drumherum steht.
Mhm. Die haben eher eine Idee dafür, ne? Also man merkt, dass die Pferde auch daran Spaß haben, weil die sehen eigentlich, warum muss ich jetzt einen Kreis drehen, weil da die Tonne steht. Ah, okay. Ja, das ein ist guter Mitstreiter von mir, ein Mitreiter, der sagt immer, Trailreiten ist Dressurreiten mit Sinn. Wenn ich das meiner Frau sage, ist er immer ein bisschen sauer. Ja, aber eigentlich, haben Sie recht. Aber eigentlich trifft das den Punkt, ne? Ja. Weil die Pferde sehen auch mal ein, warum jetzt da ist ein Tor, das will ich öffnen, warum ich da stehen muss, ne? Dann ist einfach mit in der Halle. Das muss er auch können, ne? Wenn ich sage, ich stehe jetzt hier und will ein Handy einmal kurz telefonieren oder mir eine Zigarette anstecken, sollte er auch stehen. Das alles muss man trainieren. Das lernt jedes Pferd. Man muss es einfach nur tun. Noch zum Abschluss, gibt es eigentlich auch Dinge, die man falsch machen kann? Ich meine, die Muskeln, Sehnen, Gelenke, die kann man immer beim falschen Reiten falsch beanspruchen. Aber was sind die häufigsten Fehler vielleicht bei dieser Disziplin, was Sie sehen? Also ich sehe die meisten Fehler so in der Rinderarbeit zum Beispiel. Ja, also da wird ein Rinderkurs gebucht, ja. Und der kostet natürlich Geld, ne? Ich brauche einen guten Trainer, die Rinder müssen rangekarrt sein, ich brauche die richtige Umgebung, ich kann nicht irgendwo im Dressurstall jetzt mal 20 Rinder in die Halle lassen, ne? Da ist Chaos perfekt. Sondern das ist alles sehr, sehr teuer. So, jetzt buche ich so einen Kurs, ne? Und dann sind aber die meisten Pferde noch nicht so weit. Die sind einfach überfordert, ne? Spätestens dann, wenn ich an die Rinder reiten will, dann brauche ich ein Pferd, was richtig gut reagiert, was richtig durchlässig ist und richtig hundertprozentig beim Reiter ist. Und dann sehe ich halt, ne, dann kommt man mit so einem, sage ich jetzt mal, im Extremfall mit so einem unrittigen, unreifen, jungen Pferd. Und da wird hinter der Rinder hergeheizt und dann stoppe ich und reise mit dem Maul rum und wieder in die andere Richtung, ne? Und dann hat so ein Pferd schon keinen Spaß dran. Das muss man auch richtig mit Kopf und Verstand und schön angehen, ne? Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, man lässt mal so 2-3 Kühe rein, dann reitet man ganz langsam mal mit dem Pferd da dran und wenn die Kuh wegläuft, dass das Pferd eine Idee kriegt, ne? Das Monster muss von dem Pferd weggehen und das Pferd muss merken, okay, guck mal, das ist so ein Spieltrieb wecken in so einem Pferd. Und das ist mal das Erste. Aber es wird einfach dann zu schnell zu viel gemacht. Und dann hat das Pferd auch keinen Bock. Ne? Also lieber zu sagen, komm, ich zahle das Geld, aber will jetzt nur mal hinter der Kuh herreiten. Will jetzt nur mal ganz spielerisch nur die Kuh, eine Kuh mal so ein bisschen dirigieren. Nur, dass das Pferd eine Idee dafür kriegt. Also da werden halt viel, viel Fehler gemacht. Aber was irgendwie nachvollziehbar ist, ne? Das ist teuer und man muss halt jetzt schnell zum Ergebnis kommen, aber da sollte man sich Zeit lassen. Und so die richtigen Cowboys, ne? Rinderarbeit ist ein Geduldsspiel. Ne? Das ist wie wenn ich Pferde behandle und keine Zeit habe, ne? So komm jetzt in die Box rein mit einem fliehenden Kittel. Wenn man denkt, es muss schnell gehen, dauert es lange. Und wenn du denkst, du hast alle Zeit der Welt, dann geht's schnell. Und so ist mit der Rinderarbeit genauso. Ne? Man muss sich Zeit lassen und nicht denken, so jetzt ist gleich die Stunde rum, jetzt muss ich ganz schnell hier noch die Kuh in den Käfig treiben. Das ist aber schön zum Abschluss. Also Ihr Appell ist, man muss eigentlich erst das Pferd und sich selbst auf dieses Niveau bringen, bevor man dann wirklich so einen Kurs buchen sollte. Und es gibt ja noch genug andere Dinge zu lernen, wie die Rinderarbeit im Working. Genau so ist es. Und wenn die anderen Dinge alle gut funktionieren, ne? Wenn ich jetzt das Pferd richtig schnell reiten kann im Speed, dass der schnell umdreht, dass ich ringstechen kann. Und dann habe ich die Basis für eine gute Rinderarbeit. Und dann wirklich anfangen, ganz klein, und dem Pferd versuchen, dass das Pferd Spaß daran kriegt. Nur dann werden Schuh draus. Wenn später 4 Augen sehen, mehr als 2. Und wenn ich das Pferd so auf meiner Seite habe, dass der selber Spaß daran hat. Und dann wird das eine richtig gute Rinderarbeit. Und dann ist das Ganze auch vom Tierschutz her, wenn es ganz elegant geht, ganz elegant kann ich die Kuh umdrehen. Und das Pferd ist mit dabei, dann sieht das gut aus, ne? Und keine Rennerei und Hetzerei und offene Mäuler und da müssen wir unbedingt hinkommen. Sonst hat die Rinderarbeit auch keine große Zukunft bei uns. Also da klingt ein bisschen die Angst oder die Sorge bei Ihnen durch für mich, dass man das Ganze alles nur als Gaudi sieht, das ist es nicht. Da gehört wirklich disziplinierte Dressurarbeit im Hintergrund gemacht. In jedem Fall Gaudi geht in keinem Sport, ne, dass man das als Gaudi sieht. Aber so ein bisschen Gaudi mit dabei, das muss schon sein, also finde ich. Ne? Aber das Hauptziel muss schönes Reiten sein. Schönes, tiergerechtes Reiten. Dann hat das Pferd Spaß hat und der Reiter und die Zuschauer.
Und wenn man das jetzt wirklich intensiv betreiben möchte, gibt es da eigentlich in Deutschland oder ich schaue das in Österreich, gibt es eine Organisation, Working Equitation, wo kann man sich hinwenden, beziehungsweise Sie selbst haben wahrscheinlich genug zu tun, Sie haben wahrscheinlich keine Kurse. Also es gibt den WED, das ist Working Equitation Deutschland, das ist der Dachverband. Ja. Da kann man sich hinwenden und da kann man schauen, welche Trainer in der Nähe sind. Mhm. Es gibt ja einige Trainer. Und da kann man sich hinwenden. Aber wenn jemand Interesse hat, kann er gerne bei mir anrufen. Ich kann ihm weiterhelfen. Ich kenne viele Trainer. Oder kann auch selbst was machen. Einfach anrufen, trauen und dann können wir darüber reden. Das ist gar kein Problem. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Stefan Schneider. Dankeschön. Dann sage ich sonnige Grüße aus Wien nach Deutschland. Hier ist ein Wohlland. Ah ja. Und alles Gute. Danke. Danke gleichfalls. Vielen Dank, Frau Kistner. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Ha 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 ha!